Willkommen zu einer weiteren Folge Sunnyside. Ich bin auf dem Weg zum Hoshi und ich habe einen ganz heißen Tipp bekommen, denn wir haben ja jetzt so ein bisschen Festtagsmarathon vor uns. 3 Tage gibt es Feste, glaube ich. Ich glaube, das waren 3, ja. Achtung. Ah. Okay, ich habe es geschafft. Und ich soll mir noch eine Garderobe kaufen, dass ich Klamotten unterbringen kann. Ich mache es einfach mal. Und ich war schon mal gucken. Achtung. Yes. Ja, das ist auch der Grund, warum Frauen länger leben als Männer. Ja, und noch was. Hört doch mal hin. Hört ihr das Geräusch? Das Geräusch, das mir letzte Folge aufgefallen ist und wo ich nicht wusste, wo es herkommt. Wo kommt's her? Natürlich. Und der Collection vom Collection Point. Ich hatte einfach schon Sachen da bestellt gehabt, wusste es gar nicht mehr. Und die haben darum gebettelt, abgeholt zu werden. Na, dann machen wir das mal. Das packen wir mal alles schön ein. Ich habe schön Platz gemacht. Ich habe auch noch den ganzen Hundekram hier. Ich muss mal nochmal einen Hund holen. Ob wir das jetzt schaffen? Ich muss mal schauen. Das ist alles ein bisschen stressig gerade. Purer Stress. So, der Hoshi, komm mal her. Die hat jetzt auf. Genau, wir kaufen erstmal einen Blueprint. Und zwar brauchen wir eine Garderobe. Na, da gibt es diese. Nun weiß ich nicht. Ich werde die hier holen. Aktenschrank ist schlecht. Stufenkommode ist auch nett, ne? Aber es muss Garderobe sein. Da müssen ja Klamotten untergebracht werden. Kostet ja fast nichts. Das kostet ja fast gar nichts. So, dann müssen wir mal schauen. Ich brauche, und da habe ich mir mal ein Foto gemacht, was ich dann brauche an Baumaterialien. Und zwar brauche ich dafür einmal Hartholzbalken. Presssparen. Ob die damit den Sperrholz meinen? Nee, warte mal, Items? Hast du nicht mehr? Ich bin nicht beim Service. Verkauft ihr nicht mehr? Wir kaufen das erstmal. Hä, Moment mal, da muss ich mal gucken. Ja. Ach, der hat. Ja, und dann hat er noch Service, klar. Ah, das ist ja doch. Nee, Sperrholz, das geht wirklich. Das ist natürlich blöd, weil das hätte ich dann ja erst morgen. Eine Sperrholzplatte habe ich schon irgendwie. Ich habe das ganze Holz nicht hier. Ich dreh durch. Tschüss. Oh Mann. Ab nach Hause. Ah, jetzt wird's stressig. Ich muss doch auch noch zu dem Fest. Dann hole ich mal das Holz ab. Ich muss mal schauen. Ich brauche noch Hartholzbalken. 2 Stück. Sperrholz. Und Eisenschrauben. Die habe ich nicht. Aber die kann man direkt kaufen beim Schmied. Das habe ich schon gesehen. Kostet dann... Hey, hör du. Habe ich schon gesehen. Das kostet dann doppelt so viel. Aber ist egal. Ich hab's ja. Gut, dann wollen wir doch mal schauen. Ich habe jetzt ja... Hartholzbalken hätte ich. Da ist die eine Sperrholzplatte, die packen wir mal gleich hier hin. Und genau, das war's auch schon. Und ich brauche dafür Weichholz, war das, ne? Nehmen wir das mal mit. Weichholz. Was brauche ich noch? Ah ja, diese Eisenschrauben. Das soll's gewesen sein. Ja. Und dann fahren wir wieder zurück. So, dann rufe ich mir mal mein Fahrrad herbei. So, Kit, hol mich ab. Los geht's. Ja, wieder den ganzen Weg hin. Dann wieder zurück. Naja, da tut man nicht alles für den Schrank, ne? Genau, das würde ich gerne machen. Vielleicht noch eine Flasche Wein kaufen. Ich muss noch mal gucken, wann das Fest losgeht. Für Melody. Damit wir die Quest erschließen können. Achtung, Fuchs, pass auf. Und eigentlich würde ich mir die Haare noch ganz schön machen. Anders irgendwie. Ich weiß auch, man hat es ja auch gesehen, wenn ich den Bart abnehme. Ich habe so ein mega spitzen Skin. Da habe ich leider nicht drauf geachtet bei der Charaktererstellung. Und das sieht alles irgendwie... Alles doof aus. Jeder Bart sieht doof aus und ohne Bart sieht auch doof aus. Aber es ist halt, wie es ist. Es ist wie im richtigen Leben, ne? Das kannst du halt nicht aussuchen. Du siehst halt aus, wie du aussiehst und man muss das Beste draus machen. Erkundungsstufe 12, jawohl. Siehst du, guck mal, da werde ich auch noch belohnt. Kleiner Trostpreis. Okay, also ab zum Hoshi. Dann bestellen wir das Sperrholz, dann habe ich es morgen. Müsste ich abholen können. Ist ein bisschen schade, dass man es nicht... Halt. Wo wir schon mal hier sind, holen wir gleich mal die Eisenschrauben, nicht, dass der irgendwie vorzeitig zumacht. Heute ist ja Spezialtag hier, ne? Kann sein, dass ich vielleicht nicht so lange arbeiten. Eisenschrauben. Ich glaube, ich habe keine, aber selbst wenn ich welche hätte, die Dinger brauchst du ja immer. Ja, moin. Der Kazuki. Eisenschrauben. Nochmal gucken. Eisenschrauben, ja. 20 bitte. Kostet halt doppelt so viel. Könnt ihr für 20 haben, aber dann müsste ich jetzt einen Tag warten. Wobei, da ich ja eh warten muss. Ja, nee, dann komm. Dann können wir es auch, wenn ich bloß so viel habe. Ach so. Ich habe das Material nicht mit.
Oh Gott, ey. Das ist so prima. Also Eisenschrauben, 20 Stück bitte. Halt. Wir wollen es auch nicht übertreiben. 20, 20, ja. Kaufe ich. Tschüss. Jetzt gehe ich wahrscheinlich so viel Geld aus. Ich habe dann gar kein Geld mehr für die Klamotten. So, jetzt aber los. Jo, der macht Feierabend. Der hat genug verdient für heute. 40 Öcken. Jo, kann den Laden dicht machen. Er kauft jetzt erstmal ein Eis. So, gut. Ab zum Hoshi. Hoffentlich hat der noch nicht zu. Das wäre richtig doof, ne? Das wäre richtig doof. Das wäre richtig... Ah, oh, geschafft. Das wäre richtig blöd. Ich weiß auch gar nicht, wann die heute zumachen. Wahrscheinlich um 12. Ja, das könnte echt gut sein. Weil der ist ja auch gegangen. Oh, wehe, mir kommt jetzt der Hoshi entgegen. Ich will gar nicht gucken, wie lange er aufhabt. Ich will das gar nicht sehen. Hallo, Hoshi. Ah, er ist noch da, okay. Gegenstände und Dienstleistungen kaufen. Ja, das ist ja nur Press sparen. Obwohl, das ist ja eigentlich auch... Das hier heißt Presssparen und hier heißt es Speerholz. Ob die sich da einfach vertan haben? Also ich werde mal drei bestellen. Und ich werde einfach dieses Presssparen für irgendwas, was wir ja brauchen. Weil dann hätten wir jetzt alles. Presssparen? Hat er, achso, warte mal, muss man das separat machen? Ah. Ja, ja, ich wollte noch Gegenstände kaufen, Junge. Hier, Presssparen. Ob die sich da... Naja, gut, das heißt Presssparen. Das, na, mal gucken. Okay, hier ist natürlich nichts. Nee, gut. Dann gehen wir nach Hause, bauen den Schrank auf. Nein, so machen wir das nicht. Wir machen das so. Was habe ich jetzt schon wieder? Melody. Hey, wo geht's heute hin? Ja, zum Fest oder was? Pass mal auf hier, Kalender, Kalender. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Kalender? Hier, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Was wirklich? Wo ist denn das Ding? Wetter? Ist das im Journal? Ah ja, klar. Heute ist der 26. Nee, warte mal, heute ist der doch 26. Wir haben heute Kirschblütentag. Wann geht denn das los? Steht wahrscheinlich in meinem Konzil hier. Warte, pass auf, da. Den ganzen Tag. Okay, den ganzen Tag. Also von jetzt bis Open End. Ja, Melody, dann geht's da hin. Aber ich müsste noch eine Flasche Wein vorholen. Das klappt schon 12:46 Uhr. Mann. Wieder alles stressig heute hier, du. Hau ab, du. So, ich meine, die Klamotten wäre ich ja so kaufen können, aber ich kann sie dann lagern, ne? Okay, dann brauchen wir einmal die Drohne. Und dann bauen wir einmal das Ding. Ich habe mir gedacht, so hier in die Ecke wäre ganz cool. Ich muss ein bisschen, dass es nicht zu weit absteht und... Ja, darfst du bauen. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Also habe ich schon drinne. Nee, leider muss es wirklich Speerholz heißen. Und warum habe ich jetzt 8 davon gekauft? Ich habe da 8 Stück von gekauft. Ich wollte nur 4. Ja, weil er das erste Mal wahrscheinlich noch drin hatte. Ich drehe durch. Ach Mann. Na gut. Also merken, Presssparen habe ich wahrscheinlich. Ich brauche die wahrscheinlich nie wieder. Gut. Halt. Naja, gut, die Steine. Na komm. Gips. Gips war das. Gips. Gibt's ja gar nicht. Gut, dann holen wir mal ein Fahrrad. Mein Fahrzeug, mein neues Gefährt. Und dann schaue ich nochmal, das muss ja irgendwie, Wein muss ja irgendwo auf dem Markt geben, ne? Lass mal schauen, ob wir irgendwas finden hier. Ja, Lebensmittelladen, wenn, ne? Aber haben die, ne, das ist ja Sackos, das ist jetzt genau. Heute ist Freitag bis 20 Uhr. Eigentlich müssten die aufhaben. Und dann fahren wir doch mal hin. Lass mal hinfahren. Dann schaue ich, dass ich irgendwie so billigen Fusel kriege, irgendwie in Sangria oder so. Irgendwas, was nichts kostet. Das darf nicht kosten. Aber so sicher bin ich bei Melody noch nicht. Werde natürlich auch nochmal mit anderen reden, ne? Und anderen mal reden, was die so über mich denken. Macht der da gerade sein Geschäft, sag mal? Hat der sich da hingehockt? Hier ist was los. Okay. So, der Supermarkt, der müsste dann ja, hier sein? Ich war da ehrlich gesagt noch nie, oder? Ja.
Aber auf der anderen Seite, ne? Da, das ist er. So, gehen wir mal schnell hin. Kaufen irgendeinen billigen Fusel. Hier im Automaten. Sehr gut. Nein, machen wir nicht. Geht doch, glaube ich, gar nicht, oder? Ja, moin. Ich möchte gerne was kaufen. Den billigsten Wein, den sie haben. Lauge? Ja, schön lecker Lauge. Mm. So, wo hast du denn den Wein? Ah, nee, das ist Sojasauce. Eine Flasche mäßig gegärte Shuyu. Was ist Shuyu? Keine Ahnung. Dunkle Tamari. Da, Rotwein. Rotwein? Ja, hat sie. Weißwein ist günstiger. Sie hat nur Wein gesagt, oder? Ich kaufe beide. Ein ausgeglichenes Bier. Pflaumensoße. Sesamöl und Traubenkernöl. Nee, ich kaufe mal beide. Ich versuche erstmal den Weißwein anzudrehen. Wenn das nicht klappt, dann muss es halt der teure sein, ne? Ja, sehr schön. Treffe ich mich erstmal mit Melody? Könnte ich machen. Obwohl, vielleicht treffe ich sie auch da. Wir fahren mal, wo ist denn der Umi-Park eigentlich? Der ist doch, da bin ich, was heißt, da bin ich so selten. Da lade ich die Leute öfter zu ihnen ein, aber ich werde dann immer hingebracht und weiß gar nicht, wo das ist. Der Umi-Park. Mach doch mal hier abhängen. Ach, das ist ja gemeinsam lesen. Ja, warte, dann bin ich doch schon da. Nee, nicht. Ja, doch. Warte mal. Melody, wo bist du denn? Hm? Erstmal auf doof tun? Sorry, aber ich kann gerade nicht. Ich weiß nicht, wie spät das denn ist. Nee, komm, ich kann. Heute geht. Tut mir leid. Verschieben wir es? Ah, okay. Ich nehme es nicht persönlich, ja? Das war. Sie nimmt es persönlich. Definitiv. So, ich wollte jetzt eigentlich zum Umi-Park. Ich wollte mich da mal hinleiten lassen. Wo ist er denn? Da ist er. Wegpunkt setzen. Sehr schön. Da, wo es leuchtet. Da müssen wir hin. Da bin ich mal gespannt jetzt. Und morgen bauen wir dann den Schrank fertig, ja. Und dann kann ich Klamotten auch runterbringen. Weil meine Klamotten, ich finde, ich sehe schlimm aus, Alter. Wie so ein, weiß ich auch nicht, irgendwie so ein Mitschnacker, ey. Ganz schlimm mit diesem Kittel da. Ach so, das ist der Umi-Park. Da, wo ich immer Bauernmarkt habe, ist der Umi-Park. Okay. Dann hätte ich doch gewusst, wo es ist. So, Fahrrad erstmal abstellen, ordnungsgemäß. Wie es sich gehört, so kommt Sparky. Du kannst jetzt was lernen über menschliche Kommunikation. Oh, ist aber hübsch hier. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Süße Geschäfte. Ah, da ist sie. Guck mal, da ist sie doch. Da bist du doch, Melody. Sako ist so zuckersüß. Zwar eine kleine Unruhestifterin, aber das liegt wohl nur daran, dass Suzuki nicht da ist. Er hat ja ein wenig Halt gegeben, glaube ich. Sag mal, hat die das nicht schon mal gesagt? So, wie schenke ich den Leuten eigentlich was? So, wo ist der billige Fusel? Da? Nee, verbrauchen. Schön vor ihren Augen austrinken, das Ding. Ja, ich weiß. Ich möchte dir was schenken. Das geht wahrscheinlich nur beim Treffen, wa? So, was hast du denn hier Schönes? Cotton Candy. Kirschzuckerwatte, Limettenzuckerwatte. Komm, wir kaufen mal schöne. Kirsche. Schöne Kirschezuckerwatte. Die baller ich mir erstmal weg. Komm mal her. Jom, jom. Und ich behalte Pappe. Was seid ihr denn hier? Schokobananen, natürlich. Schokobanane, Minzschokobanane, Erdbeer. Nee, ich werde dann, glaube ich, klassisch Schoko. Weil Minze? Nee, ich komme nicht mal Minze. Wobei, das ist vielleicht gar nicht so gut, die ganzen Sachen zu essen, ne? Vielleicht von jedem mal was mitnehmen. Werden die Dinger schlecht? Nö, ne? Das kann ich Leuten mal schenken, wenn ich weiß, dass sie es mögen. Oh Mann. Jetzt wird's teuer. So, was haben wir denn hier? Ah, Klamotten. Jetzt wird's interessant. Oh yes. Oh yes. Was haben wir denn da? Was? Ich sehe ein bisschen aus wie Kurt Cobain jetzt. Oh, hoppala. Das wollte ich nicht. Ui, das ist vielleicht ein bisschen gewagt. Nein. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt hat er da Dings ausgeblendet. Ja, ich will das kaufen, Junge. Achso, plus. Habe ich es jetzt auch gleich an? Nee. Wie ziehe ich mich eigentlich um?
Da geht schon wieder, da sind schon wieder die nächsten Fragen, ne? Das ist vielleicht keine gute Idee, mich hier umzuziehen. Okay, was hast du denn Schönes? Yakisoba. Hot fried noodles mixed with wedgies. Okay, dann nehmen wir mal mit. Was ist das denn für ein Beschiss hier? Da sind nochmal Schokobananen. Hey, der macht Konkurrenz hier. Cotton Candy kenne ich schon und da. Ja, das nehme ich. Gleich zweimal. Fleisch Okonimi Dingsbums. So. Ja, so, dann werde ich mal ein bisschen mit den Leuten quatschen. Hier passiert irgendwas. Okay, das dreht sich. Achso, das ist meine Markierung. Ich wollte sagen, was ist das denn? Mach das mal weg. Mann. So, mit wem können wir denn mal hier reden? Wer ist denn Kazuki? Ne, wir reden mal mit Yukio. Hallihallo. Hi. Bist du neu hier oder nur zu Besuch? Habe ich dich noch nie getroffen? Ich bin neu hier. Ich habe gerade den alten Hof gekauft. Oh, neben dem Postamt? Dann sind wir ja sozusagen Nachbarn. Hä, das wurde mir schon mal gesagt. Nachbarn? Ja, ich arbeite im Postamt auf der anderen Straßenseite. Stimmt, da habe ich dich morgen gesehen. Oh, cool. Wir sollten mal was zusammen machen. Finde ich auch, definitiv. Hört sich gut an. Also, ich muss dann wieder. Aber schreib mir mal, okay? Ja, klar. Ja, dann mache ich gerne. Ja, sauber. Jetzt habe ich einen neuen Kontakt. Die ist voll nett. Zander ist so ein netter junger Mann. Wer ist Zander? Ich weiß nicht. Wie schön, dass er und Sako befreundet sind. Das finde ich auch. Sebastian. Die weiße, flauschige Katze tanzt am Himmel. Gewimmel, gebimmel. Hm. Ja, du machst das schon. Ich kann dir da leider nicht helfen. Hey du, die kenne ich auch noch nicht, oder? Hallo. Ich bin Stephanie. Schön, dich kennenzulernen. Also, das ist schon wirklich ein sehr guter Platz, um Leute kennenzulernen. Die sind halt mal alle an einem Fleck. Danke. Du bewirtschaftest also den Hof, was? Ja, das tue ich. Cool. Nun, ich hoffe, es wird alles so, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, vielen Dank. Ach, die war auch ganz nett. Also, mit der könnte ich mich auch mal treffen. Also, das, Die kenne ich auch noch nicht, oder? Oh, hey. Hi, ich bin Captain. Ich bin gerade nach Sunnyside. Ich bin Captain. Okay. Oh, wie cool. Willkommen in der Stadt. Ich bin Blake. Schön, dich kennenzulernen, Blake. Sunnyside ist nicht gerade der aufregendste Ort, aber es wird dir hier bestimmt gefallen. Ja, das hoffe ich doch sehr. Bist du nervös? Ein bisschen? Das verstehe ich. Neue Städte sind immer gruselig. Das hier ist keine Stadt. Glaub mir, ich kenne das. Hier gibt's nicht viel zu sehen. Aber wenn du eine Führung willst, dann melde dich. Danke, Blake. Das ist wirklich nett. Ja, kein Ding. Wir sehen uns, Captain. Ja, auf jeden Fall. Ach, das ist Xander. Bestimmt ein guter Tag, um tauchen zu gehen. Das ist halt, es gibt so viele Charaktere. Schwierig, alles zuzuordnen. Oder man kriegt es vielleicht hin. Alter Schwede, bist du groß, das sehe ich ja jetzt erst. Tauchen gehen, ja. Ich bin gerade abgetaucht, unter dir. Hatte ich mit Sako schon gequatscht? Ich liebe es, den kleinen Füchsen im Frühling beim Herumtollen zu sehen. Ich weiß, sie treiben Gabe in den Wahnsinn. Was das Ganze nur noch lustiger macht. Ja, Schadenfreude ist dann doch die größte Freude. Die ist ja auch so groß. Was ist denn los, sag mal? Was stimmt denn hier nicht? Elle? Nee, die habe ich noch nicht getroffen. Habe ich ihn schon mal getroffen? Weiß ich nicht. Er ist ein netter Kerl. Diligent Worker? Ich weiß nicht, was Diligent ist. Er hat eine rosige Zukunft vor sich. Ah, das ist so ein bisschen doof, ne? Da dürften die gerne mal was machen. Mal ein Patch hinterher schmeißen. Dass dieses Gebüsche rausgeht. Okay, Yoga ist nicht nur, irgendwelche komplexen Bewegungen zu beherrschen. Es geht darum, ein Bewusstsein für seinen Körper und die völlige Kontrolle über ihn zu erlangen. Alles klar. Boah, da ist aber echt noch viel Englisch mit drin, ne? Meine Herren. Blake hatten wir schon. Ja, mit Philipp, ich habe ihn zwar schon gesehen, aber privat so nicht. Ich bin so froh, dass wir nach Sunnyside gesogen sind. Hä? Achso, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, woanders zu leben. Oh, hallo Hanako. Was bringt ein Kirschbaum, wenn man im Sommer nicht die Kirschen essen kann? Die Leute sind so behämmert. Okay, aber da bin ich wirklich mal gespannt. Also, das wäre eigentlich mega interessant. Versuchen, da eine Freundschaft aufzubauen und zu gucken, ob da vielleicht doch was anderes hinter der sehr harten Fassade steckt. Hallöchen. Ja, moin. Das war ja wirklich ein sehr schönes Gespräch. Tut mir leid, aber ich habe viel zu tun, viel zu viel um die Ohren.
um jetzt mit dir zu plaudern. Ah, schade. Wir beide hatten noch nicht. Tag auch. Oh, hi. Ich bin Shadi. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, Shadi. Ich bin Captain. Das weiß ich doch schon. Ich habe viel über dich gehört. Ja, das ist der Typ, der sich immer mit dem Fahrrad auf die Schnauze legt. Ach ja? Sicher doch. In kleinen Dörfern macht sowas schnell die Runde. Außerdem sind mein Ehemann und ich total begeistert, dass jemand hier ist, der sich die Hände dreckig macht. Ja, lieber ich als ihr, ne? Wie kommt's? Uns gehört der glückliche Marienkäfer. Das ist das einzige Gartencenter in der Gegend. Wir freuen uns immer über Neukunden. Du solltest uns unbedingt einmal einen Besuch abstatten. Werde ich auch auf jeden Fall machen, wenn ich neue Saaten brauche. Weil die Versandkosten möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr zahlen. Ich hoffe, die müssen ja Saaten haben, oder? Danke, das werde ich. Man sieht sich, Captain. Pass auf dich auf. Ja, danke, du auch. Mit dir hatte ich schon, wir beide hatten schon. Wir werden uns auf jeden Fall mal treffen. Ja, der war sehr kurz angebunden. Oh, wir hatten auch schon die Anahita. Die kenne ich auch noch nicht, oder? Ich kann mich nicht an das Gesicht erinnern. Das Beste am Frühling sind definitiv die Kaninchen. Und du magst Kaninchen? Wer denn nicht? Memo und mich, ich muss mir mal Kaninchen holen. Ach, Gabe, Mensch. Der Frühling bringt frische Luft und Arbeit. Jede Menge Arbeit. Die sind alle so groß, was ist denn los? Was habe ich denn bei der Charaktererstellung gemacht? Gab es da irgendwie Körpergröße Hobbit oder was? Na, endlich mal. Was macht der? Wo geht er hin? Hallo, bleib mal hier. Oh, sprechen bald aus Entfernung. Bei diesem Wetter geht mein Vater gerne im Wald nach Pilze suchen. Und er versucht immer, mich mitzuschleifen. Ich liebe Pilze. Aber auf den Wald kann ich verzichten. Ja, jetzt weiß der ganze Ort. So, wen haben wir? Wir hatten schon die Stephanie. Auch wir hatten noch nicht. Das Licht ist im Frühling anders. Meine Bilder sehen weicher aus. Ja, definitiv. Es macht doch immer Sinn, gar nicht unbedingt bei vollem Sonnenschein Fotos zu machen. Wenn es ein bisschen bewölkt ist, werden die Farben viel knackiger. Das ist so. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich glaube, ich habe... Parsa, wer ist da denn? Hey, hi, ich bin Parsa. Hi, Parsa. Wie heißt du? Ich bin Captain. Freut mich, dich kennenzulernen, Captain. Danke, mich auch. Also, was führt dich nach Sunnyside? Ich dachte, das wäre die Konversation schon gewesen. So eine typische Männerkonversation. Hallo, wie geht's? Hast Zeit? Ja, ich komme vorbei. Oh, ich habe den alten Hof am Ortseingang gekauft. Oh, der Ort, von dem Hiro sagte, er würde versteigert werden? Yep. Hey, freut mich. Willkommen. Danke. Immer wieder gerne. Neuer Kontakt. Sehr schön, neue Kontakte. Sind immer gut. Wir hatten noch nicht. Nee. Hey, Captain. Ja, das ist ja auch... Was ist denn los mit denen? Die sind alle so groß. Ich liebe das Sommerfest von Sunnyside schon immer. Nee, wir hatten noch nicht. Oh, Captain, einer meiner Lieblingsnachbarn. Oh, dankeschön. Darf ich dir einen Wein schenken? Wirklich? Naja, zumindest wenn du tust, was gute Nachbarn füreinander tun. Und zwar? Sich gegenseitig Kuchen bringen. Zwinker, zwinker. Okay, die möchte wohl gerne mal einen Kuchen. Nee, ja, das... Ja, Kuchen, ich weiß. Der fängt mit dem Zaunpfahl. Ja, Melody, da muss ich mal gucken. Also da muss ich... Oder kann ich das eigentlich jetzt machen? Ich entscheide, wann wir uns treffen. Melody? Nach einem Treffen fragen? Da bin ich mal gespannt. Ich würde ja jetzt sagen, nee. Oh, warte. Mist. Ah, Gabe, was willst du denn? Was zum Beispiel? Gabe wollte sich mit mir treffen? Er hört sich super an. Lass mal treffen, Alter. Ab in die Kneipe. Ja, moin. Ja? Ah, okay, jetzt geht's los. Tja, dein Timing ist wirklich spitze, denn ich bin in Feierlaune. Oh? Yep, ich habe heute einen großen Deal an Land ziehen können. Eine Restaurantkette in der Stadt. Manche nennen das auch Kette, aber man könnte auch Kette sagen. Fachleute sagen Restaurantkette. Ich glaube, das wäre der lukrativste Kunde, den ich je hatte. Er wird mich zwar wahrscheinlich an mein Produktionslimit bringen, aber ich bin sicher, dass Ryan mir helfen wird. Ryan? Er hilft dir auf dem Hof? Gelegentlich. Er hat ein paar Jahre gebraucht, bis er mit den Tieren umgehen konnte, aber mittlerweile ist er wirklich eine große Hilfe. Seid ihr befreundet? Oh ja, er ist für mich mein Bruder und für meine Kleine auch.
Es ist nicht leicht, sich in einem fremden Land zurechtzufinden. Ich habe ihm viel geholfen, als er neu hier war. Er hat das wohl wettgemacht, indem er irgendwie Teil meiner Familie wurde. Meine kleine Lucy scheint ihn auch sehr zu mögen. Wusstest du, dass sie die Kamera von ihm hat? Die sie überall hin mitnimmt? Ja, hat ihr ganzes Leben umgekrempelt, das Ding. Oh. Was meinst du damit? Ja, weiß ich nicht. Ich habe das nicht durchgelesen. Langsam nervt es nämlich mit dem Englisch. Lucy kann nicht so gut mit Menschen. Sie braucht immer ein bisschen extra Hilfe. Und das macht mir auch gar nichts aus. Aber ihre Kamera ist ein bisschen wie eine Kuscheltier für sie geworden. Ergibt das Sinn? Ja, ja, ich verstehe. Kuscheldecke? Klar, kleine Kinder hängen oft sehr an einem bestimmten Gegenstand, der ihnen Sicherheit gibt. Und den schleppen sie dann überall mit hin. Lucy hat einen Bären. Ich glaube, mit dem schläft sie immer noch. Und jetzt ist es die Kamera. Auch wenn sie langsam groß wird, werden sie es nie wirklich, verstehst du? Wie auch immer, danke für den Drink. Ich gehe eine rauchen und dann machen wir uns auf den Weg. Liebe Kinder, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Fang damit niemals an. Ich muss das an dieser Stelle sagen. Klar. Das war echt schön, danke. Oh, gern geschehen, Gabe. Dann machen wir mal wieder. Schön einheben. Auch das ist ungesund. Frage. Ja? Gabriel, er führt seinem Atmungssystem Rauch zu. Ja? Warum? Das ist kompliziert. Also, Zigaretten bestehen theoretisch aus Pflanzenfasern. Diese Fasern enthalten eine Chemikalie, die sehr hohes Suchtpotenzial hat. Ja, hier wird es nochmal erklärt. Also will er vielleicht gar nicht rauchen, aber sein Körper verlangt danach. Oh, Wieso den Körper überhaupt einer Chemikalie mit Suchtpotenzial aussetzen? Tja, und hier wird's kompliziert. Jeder ist anders. Das musst du ihn selbst fragen. In Ordnung. Dieser Rauch, er ist schädlich für Menschen, richtig? Sehr. Interessant. Schön, dass sie das hier klarstellen im Spiel. Hui, 21.33 Uhr. Krass. Ich würde mal sagen... Ach, weißt du was, ich kann ja direkt zurück. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt zack, bam. Und ab ins Bettchen würde ich mal sagen, das ist eine gute Sache. War ein, ja, doch erfolgreicher Tag. Ich würde mich jetzt gerne mal mit Melody treffen. Oh, der 27. Heute ist, glaube ich, kein Bauernmarkt. Aber heute ist wieder irgendwas anderes. Einen Hund würde ich mir auch ganz gerne mal holen. Achso, den Schrank würde ich gerne fertig bauen. Ja, so viele Sachen auf einmal. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier mit Gießen ist. Müsste eigentlich gemacht werden. Guten Morgen, lieber Nachbarn. Schon kriege ich wieder Bescheid. Fröhliche goldene Woche. Ja, das auf jeden Fall. Heute ist Sunnysides Geburtstag. Meine, jeden Tag ist was. Das alljährliche Wettangeln beginnt um 10. Okay, das ist ganz interessant. Also ein Wettangeln. Ich habe Köder. Ich habe zwei Angeln. Ich habe also nichts dagegen einzuwenden, gegen ein Wettködern, ja. Wettangeln. Habe ich jetzt, warte mal, habe ich jetzt eigentlich alles für den Hühnerstall zusammen? Achso, wenn, dann habe ich es jetzt nicht im Inventar. Stahl geht, das stimmt. Da fehlt mir die Kohle. Ah, da fehlt Kohle. Aber für das Ding unten müsste ich jetzt alles haben. Das müsste eigentlich... warte. Hartholzbalken. Zwei Stück? Nee, lass mich raten. Die fehlen jetzt, weil ich den Schrank gebaut habe, ne? Oder habe ich hier noch... Nee, der hat ja jetzt sowieso alles, oder? Sind hier Hartholzbalken? Ich glaube, der greift auf das zu, ne? Ja. Lass mal gucken, ob wir noch irgendwelche Hartholzbalken haben. Bretter, nee, ja genau. Ja moin, die habe ich schön in den Schrank reingesteckt. Also wir brauchen noch zwei Hartholzbalken, dann haben wir das da fertig. Wir brauchen diese Gitter. Ist ein bisschen schwierig, weil da fehlt mir die Kohle, aber ich habe gehört, die muss man wohl kaufen. Also vielleicht gibt es die später noch in der Mine weiter unten, keine Ahnung. Aber bis jetzt gibt es nur zu kaufen. Das heißt, ich werde nächste Folge Kohle kaufen, Stahlgitter bestellen. Hartholzbalken zwei Stück. Wir werden Melanie den Wein geben und einen Hund kaufen. Und zum Fest gehen. Ja, das sind gleich ziemlich viele Dinge auf einmal. Und ob wir das alles schaffen, seht ihr nächste Folge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Das wäre richtig prima. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.